Spätburgunder von der Ahr habe ich hier im Glas. Das ist gelebte Rotweintradition hier in Deutschland. Gerade die Spätburgunder haben an der Ahr erstmal natürlich eine große Bedeutung. Dort wird fast nur Spätburgunder angebaut. Daneben finden wir Spätburgunder auch noch in Baden und in Württemberg. Gedeiht hier ganz wunderbar, findet man aber auch überall auf der Welt, dort gerne als Pinot Noir bezeichnet. Die Ahr ist eine Region, da lässt es sich sehr, sehr schön wandern und natürlich ganz besonders gut Wein trinken. Ein Spitzenweingut von der Ahr ist Meyer-Nägel, sehr berühmt, international auch vielfach ausgezeichnet. Und er hat uns hier einen Spätburgunder geliefert, der ganz wunderbar duftet nach Früchten. Also hier kommt schwarze Johannisbeere, Brombeere natürlich sehr deutlich, überhaupt Waldbeeren sind hier sehr, sehr präsent. Dazu auch so ein bisschen das, was an Räucherspeck erinnert, was auch so ein bisschen die Würze noch ausmacht. Wir wollen mal schauen, wie er am Gaumen mundet. Ja, das Weiche und das Runde, das zeichnet die guten Spätburgunder von der Ahr aus, die natürlich ganz toll immer schmecken zur Vesperplatte, also Räucherschinken, dann so eine schöne Wurst, wie sie hier gerade auf dem Tisch steht. Das sind so die besten Essensbegleiter zu diesem Spätburgunder, den man natürlich auch ganz wunderbar zum genussreichen Fernsehabend konsumieren kann.